Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt's gelesen, gleiche Welle, gleiche Stelle, wir haben uns nicht wegbewegt. Wir sind eine Woche hier sitzen geblieben, um für euch jetzt das nächste Video zu präsentieren. Oh ja, war das langweilig. Ja, wir sind genau hier sitzen geblieben. Und um was geht's jetzt? Vor- und Nachteile Wohnmobil von der Stange. Und wann fangen wir an? Immer nach dem Intro. Wir bauen das Video im Endeffekt genauso auf wie das mit den Vor- und Nachteilen des Selbstausbaus. Also ihr habt unten dann auch wieder solche Marker drin. Dann könnt ihr weiterspringen, wenn euch das eine oder andere nicht interessiert. Gerade das Gelaber vorweg. Aber dafür sind wir bekannt, dass wir viel labern. Wenn euch das nicht interessiert, springt einfach auf diese Marken. Und auch hier, jetzt können wir ja spoilern, weil ihr habt das andere Video schon gesehen, es gibt auch einen Mythos beim Womo-Kauf. Da gehen wir auch natürlich drauf ein. Aber anfangen tun wir mit was? Mit den Vorteilen. Ja, erster Punkt. Gegebenenfalls ist das Fahrzeug sofort fahr- und einsatzbereit. Genau, ihr fahrt nämlich einfach zum Händler, sucht euch euer Fahrzeug aus, was da steht, macht es fertig und schon habt ihr es. Geht's los. Genau, denn es wird auch kein weiterer Aufwand mehr großartig benötigt, denn er ist ja da. Ne? Ihr müsst da nicht halt noch irgendwas reinbauen etc. Genau. So ein Wohnmobil ist in der Regel ausgestattet. Mit Klo und Kühlschrank und Dusche. Außer ihr habt einen Rocket Camper, da kann es sein, dass ihr keine Dusche habt und kein Klo, weil das ist irgendwie ja, gut, anders. Das gibt es ja so oder so auch bei den Fahrzeugen des, von der Stange sozusagen. Genau. Genau. Dann haben wir natürlich ideale und optimierte Platzverhältnisse. Also alles ist an gewissen Plätzen gut verbaut. Da ist halt dementsprechend auch schon einiges an Erfahrung, wie was verbaut wird am besten, wie man am besten drin wohnt und so weiter. Und konnte dadurch natürlich auch einiges optimieren. Das ist beim selber Ausbau natürlich ein bisschen anders. Ne? Genau, da hat man oft genug Stellen, die man halt nicht optimal hat. Ja, genau. Dann, wir hatten es das letzte Mal, also letzte Woche erzählt, dieses Eiche Rustikal hat jetzt nicht jeder drin, aber wir wissen selber, gewisse Holzbauten ist halt teurer, denn schwerer. Wenn du, schwerer, genau, kann auch manchmal teurer sein. Das auch, ja. Wenn du so einen Kastenwagen zum Beispiel hast, ich gehe mal nur auf Beispiel Kastenwagen, dann hast du wegen der Leichtbauweise einfach weniger Gewichtsprobleme. Ja, genau. Also natürlich, ihr kennt das auch, wenn ihr Fahrzeuge habt, die von der Stange sind. Gewisse Gewichtsprobleme hat jeder. Ja. Aber man muss halt da nicht drauf achten, was zumindest beim Ausbau das Ganze betrifft. Also das heißt, ihr habt schon in der Regel mehr Gewicht, was ihr im Prinzip mitnehmen könnt als zusätzliches Gewicht. Ja, und ein Vorteil ist natürlich auch, das ist die Endsumme. Ja. Es ist geldlich planbar in der Regel. Genau, also man guckt meistens ja bei irgendwelchen Seiten, was kostet so ein Fahrzeug. Dann hat man das im Prinzip, was es auf dem Händlerhof steht, bezahlt das dementsprechend und dann ist das Thema durch. Und da muss man nicht noch gucken, oh ja, jetzt sind die Teile, die wir ja jetzt verbauen wollen, irgendwie teurer geworden und so weiter und so fort. Na, da muss man natürlich ein bisschen mehr Planung anlegen. Genau, weil gewisse Teile gibt es dann nicht, da muss man wieder woanders hin. Also dementsprechend ist das eindeutig planbar, ein Wohnmobil direkt zu kaufen. Und jetzt machen wir weiter mit den Nachteilen. Fünf Nachteile gibt es natürlich auch beim Wohnmobilkauf, wenn nicht vielleicht mehr. Wenn ihr noch mehr Nachteile habt als die, die wir euch jetzt gleich sagen, dann runter in die Kommentare. Gibt sicherlich noch einige. Interessiert uns auf jeden Fall. Eins ist natürlich ganz klar auf der Hand, so eine Neuanschaffung ist in der Regel recht teuer. Ja. Also so ein Wohnmobil, ja, könnte man mal sagen, gibt zwar manchmal schon ab 50.000. Ja, mittlerweile, aber fangen wir mal an, erst bei 65.000, ja. 70.000 bis nach oben gibt es ja keine Grenzen. Das heißt, es ist schon, naja, Einfamilienhaus auch nicht mehr, weil ein Einfamilienhaus heute schon auch schon 300.000 Euro kostet. Aber es ist halt sehr teuer auf einmal,
Wenn man so einen Selbstausbau hat, man erstmal das Fahrzeug, was man vielleicht grundsolide bekommen hat, und dann wird es so Stück für Stück. Das hast du sofort bei der Neuanschaffung. Genau. Geld teuer. Dann haben wir natürlich, dass der Umbau, also wenn man halt in dem Fahrzeug was verändern möchte, relativ aufwendig ist. Also meistens muss halt, wenn man denn hier irgendwie was umbaut, alles erstmal raus, um dann wieder alles reinzubauen, gewisse andere Sachen umzubauen. Also das ist halt auf jeden Fall relativ schwierig. Das geht nicht einfach so, wie es vielleicht beim Eigenausbau schon doch eher nochmal der Fall ist. Genau, und wenn wir jetzt den Eigenausbau, da kann man ja individualisieren, was so die Fenster angeht, etc. Hat man überhaupt Fenster? Teilweise kennen wir Selbstausbauten. Da ist nur vielleicht oben etwas oder nach hinten. Oder wie unser Bulli zum Beispiel, der war ja ausgebaut, Ja, aber aber der man hat hatte. es nicht erkannt, dass das ein Wohnmobil Genau, der ist. hatte normale Glasscheiben halt, ne? Ne? Also so ein Wohnmobil ist natürlich sehr, sehr auffällig und meist auch eindeutig erkennbar. Es ist ein Wohnmobil, was jetzt halt das in der Innenstadt stehen, dieses Beäugen, ja, schon wieder so ein Wohnmobil. Das hast du beim Selbstausbau nicht unbedingt. Genau, ist auf jeden Fall geringer. Dann haben wir, wenn Reparaturen anfallen, dann muss man meistens einen Fachmann aufsuchen. Dadurch wird es relativ teuer. Oder man kennt sich wirklich damit ordentlich aus. Das Problem ist ja, man weiß selber nicht, wo welche Leitungen langlaufen, wo was verlegt ist, wie welche Technik da drinne funktioniert. Das ist ja beim Selbstausbau natürlich, hast du selber gemacht, also weißt du das auch. Dadurch ist das halt bei dem ja, Wohnmobil von der Stange etwas schwieriger. Und ihr kennt es, ihr fahrt zum Händler und jetzt ist das, dann ist das Fahrzeug eigentlich da so drinne, da kann man schon kaum überhaupt was ändern, was die Innenausstattung angeht. Und wenn du bestellst, ja, dann geht eigentlich nur das, was in der Liste ist. Also Genau. deine Wünsche der Vielfalt der Innenausstattung ist doch teilweise stark, stark begrenzt. Das ist natürlich auch ein Nachteil, wenn du ein Wohnmobil halt von der Stange Genau, kaufst. also da geht es uns hauptsächlich um halt natürlich hier zum Beispiel die Farbe des Tisches oder Die der Polsterfarbe. Polster oder halt Hier das Gardinen, Dekor, was hier oben das ist. Dekor und so weiter und so fort. Also die Farben halt, ne? Also die Innenausstattung selber, die ist halt nur wählbar aus einer Liste meistens und dann war es das. Schauen wir uns mal Mythen an. Wie beim Selbstausbau gibt es auch beim Womo-Kauf doch ein paar Mythen, die wir einfach mal kurz aufklären. Und das ist einer der, das größte Mythos eigentlich schon. Es ist jederzeit verfügbar und es gibt eine schnelle Abwicklung. Ja, das gibt es nur dann, Wenn wenn das das Fahrzeug, Fahrzeug vor dem Hof steht. wenn du es bestellst, Dann. kann es sein, zwischen 2 Monate, das ist absoluter Best Case, bis 2, 3, 4 Jahre, nein, 4 Jahre habe ich noch nicht gehört, aber 3 Jahre ist, Kann schon vorkommen. kann schon vorkommen. 2 Jahre ist keine Seltenheit, aber 1 Jahr, das ist Also. schon, also du kannst es nicht sofort. Also wenn du bestellst, hast du das Problem, so schnell geht es nicht mehr. Das hat die Corona-Zeit jetzt gebracht. Früher ging das wahrscheinlich alles relativ zügiger, aber in 2 Monaten Wohnmobil zu haben, ist auch eher seltener gewesen. Das ist richtig. Dann haben wir noch einen weiteren Mythos. Alle Bedürfnisse werden sichergestellt. Ja, Bedürfnisse. Was meinen wir da genau mit? Ja, das ist ja halt, du weißt ja genau, was du haben möchtest und in der Regel sagt man nimmt dann das Fahrzeug, weil es das hat. Nein, das ist genauso wie beim Selbstausbau. Es gibt kein perfektes Fahrzeug. Wir haben ja mit Händlern auch gesprochen, auch welche, die das selber, die auch Ausbauten selber machen. Und auch dort war das ausgesagt, du hast kein Fahrzeug, was perfekt ist. Du denkst, jetzt hast du alles richtig gemacht, du hast jedes Bedürfnis der Kunden abgebaut oder eingebaut. Nein, Ja, der das eine gibt hat's es einfach da, nicht. der andere hat's da halt die Bedürfnisse. Das ist halt einfach so. Genau. Ja, und dann haben wir im Prinzip noch Neufahrzeuge brauchen weniger Reparaturen. Da würde ich jetzt gerne mal lachen, ehrlich gesagt. Genau, also natürlich habt ihr die 2 Jahre Garantie in so einem Neufahrzeug. Wenn ihr das im Prinzip vom Händler direkt kauft, müsst ihr da dementsprechend nicht mit, wenn irgendein Teil kaputt ist oder sowas, mit einzelnen Händlern da oder beziehungsweise ja in Verbindung treten, wie es beim Selbstausbau ist. Aber
Reparaturen sind doch gerade in der jetzigen Zeit sehr häufig. Also auch wir haben das hier in unserem Fahrzeug ja gemerkt, dass wir einige Reparaturen hatten. Ja, gut, ich bin technisch da nicht der auf den Kopf gefallen, dadurch kann ich das auch teils selber machen, zum großen Teil. Aber wenn halt irgendein Teil kaputt geht oder sowas, musst du halt auch zum Händler hin. Und ja, da kannst du halt dann auch ein bisschen Scherereien mit haben. Genau, und wir sprechen immer wieder, auch jetzt auf der Tour, die wir gerade gemacht oder die wir gerade gemacht haben, wurden wir angesprochen, auch ein nagelneues Fahrzeug, Ja. und da hat denn das Panel von Truma zum Beispiel nicht funktioniert, Genau, das war was das. kein Truma-Problem war, sondern eher Aufbau geschuldet ist. Also es sind Genau. so viele Sachen, ja, und selbst die Nobelmarken, das haben wir auch im Hart schon erlebt, ne? Was da alles so reingesteckt werden muss. Oh Also, ja. na, neu, wenn du denkst, du kaufst dir jetzt ein Fahrzeug und damit hast du keine mal Löschen, dann bist du auf den Kopf gefallen. Ja, das wird so nicht passieren. Also auch in den 2 Jahren wird einiges anfallen. Ach so, einiges. Vorteile, Nachteile, Mythen vom WOMO-Kauf, also Wohnmobil von der Stange. Da haben wir jetzt einfach mal ein paar Sachen aufgeschrieben und Ja. euch jetzt gerade auch mitgeteilt. Und jetzt ist natürlich die Frage, kennt ihr weitere Vorteile gegenüber zum Beispiel einem Selbstausbau? Was ist der Vorteil, ein Wohnmobil zu kaufen? Wir haben jetzt nicht den Vergleich Wohnmobil kauf, Wohnmobil mieten. Das ist, glaube ich, auch noch sehr interessant, was da der Vorteil einfach ist. Das könnte einer der weiteren Videos kommen. Wie gesagt, wir machen ja so eine kleine Miniserie da draus jetzt, damit ihr auch was anderes bekommt als Reisevlogs. Und uns würde auch noch mal interessieren, wie seht ihr das Ganze? Würdet ihr lieber einen Selbstausbau machen oder würdet ihr lieber ein Fahrzeug von der Stange kaufen? Das ist auch mal ganz Genau. interessant. Und kennt ihr Nachteile, kennt ihr weitere Mythen, alles runter in die Kommentare. Eigene Erfahrungen passen auch immer da rein, also von daher. Ab mit euch. Dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.